I was a loose agent. Come see me tonight. In the sack we're flirting and we dance for hours. She knew that she had me, but I didn't realize I'm sleeping with a vampire. Oh, die spielt in der Toilette, ist doch ganz gut. Und die steht daneben. So ein Finger, den könnte ich mir auch. Nee, sie hat hier Levitenlesen gemacht. Was? Ja, sie hat die Leviten gelesen. Die darf das gar nicht, die verzieht unser Kind. Lebt einfach im Stehen. Ja, Pinguin, du bist ein hässlicher Pinguin. Ja. Mama hat mir beigebracht, wie man Pinguin. Hässlicher Pinguin. Ja, mal hin, wir haben Pinguin gelernt. Ne? Wir gehen übrigens weiter auf den Sack. Geh jetzt halt schlafen. Du kannst auch selbst nicht schlafen. Nein, lass die anderen nicht einschlafen. Weg die anderen auf. Wir sind schon traurig, weil wir müde sind. Siehst mal, wie es mir geht. Nur, dass ich nicht so knuffig gucken kann. Oh, nee, da musst du diesen Elvis-Blick bei machen. Ich weiß nicht, wie der Elvis-Blick geht. Jetzt hast du fast die gleiche Frisur. Nein. Ach so, wie Marco, ja. Oder wie du. Wenn ich ein Kerl wäre, ob das... Nein, ich frage lieber nicht nach. So, die Damen des Hauses schlafen. Der Herr des Hauses auch gleich. Ich will Marco immer noch in Outfit stecken. Guck mal, ich kann mir einen Mittelscheitel machen. Nee, das funktioniert nicht. Doch, kann ich. Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert halt wirklich nicht. Du kannst dir keinen Mittelschein, du hast einfach zu lockige Haare. Ja. Oh mein Gott, die muss alles machen. Die muss Kaka, Pipi, essen. Achso, wir müssen erstmal hier die Toilette ersetzen. Und jetzt wie ein Champion pieseln. Und essen können wir dann auch. Alter, wir kommen halt einfach nicht mehr zum Arbeiten bei der Geschwindigkeit. Das ist halt insane, die Challenge. Weil es halt nicht funktioniert. Das Cheaten funktioniert halt nicht bei solchen Sachen wie schlafen, auf Toilette sein und so weiter. Ja, also sie machen es schon kürzer. Also es geht schon schneller. Die hat einfach mal 12 Stunden geschlafen. Und die war nicht auf Max Energy Level. Ja, aber sie war fast ganz das down. Das ist so knuffig, wie Marco läuft. Das Gott. Ist so unglaublich. Geht erstmal aufwecken hier. Dann müssen wir nicht mal arbeiten wieder in 12 Stunden erst. Und das ist alles gut. Ja, Rico. Ah, der wird so glücklich sein, ne? Rico! Der Gesamtsituation total unzufrieden. Oh mein Gott, ich muss das Kind anpinkeln. Nee, da muss sie aber eine Banane geben. Hallo, kümmere dich mal um das Kind. Kümmere dich um Baby. The Baby ist voll nicht glücklich. Kümmere dich drum. Wofür haben wir dich denn gekauft? Ich mag essen. Das Kind haben wir gekauft. Nee, Ui. Das war. Okay. Also es ist anscheinend ein Bug. Ja. Ja. Aber Hauptsache Marco fasst erstmal die richtigen Stellen, von daher. Der weiß, wie es geht. Der ist eigentlich auch gar nicht traurig. Der wollte nur an die Zitzen fassen. Der wollte einfach, der denkt halt immer noch, da kommt Milch raus. Ne? Das ist voll traurig eigentlich. Will er Müsli oder was? Ich habe keine Ahnung, was er haben möchte. Er möchte anscheinend ins Bett gebracht werden. Ich hab ja vorhin angeklickt, dass du ins Bett gehen sollst. Aufgestanden? Hat sie aufgeweckt, damit sie ihn ins Bett bringt? Marco ist ein richtiges Arschloch. Finde ich richtig gut. Ich habe gehört, dass es in der Stadt einen weltberühmten Zirkus geben soll. Lass uns zusammen hingehen. Okay. Was? Jetzt geht die schon wieder fremd. Ich raste aus. Immer dieses Frauenzimmer. Ist glücklich, friedliche Momente. Ah, der kleine Fratz ist im Bett und die Welt ist gleich viel friedlicher. Hä, wieso ist sie jetzt nicht auf Party? Anscheinend hat sie doch keinen Bock auf Zirkus. Wir gucken dem Kind auch beim Schlafen zu. Das ist voll cute. Ja, sie ist so cute. Wir müssen unbedingt wieder ein Gemälde malen, weil wir heute dringend, wir brauchen unbedingt noch heute wieder Geld. Ja, obwohl wir mehr Geld haben. Ja, wir haben ja eins verkauft. Ne? Ja, wir haben Zeug verkauft und wir haben ja auch gerade eben das eine Gemälde verkauft für 600. Gut? Ja, oh ja, 600, ja, das ist ganz gut. 600%, also. Das ist, ja, da kann man sich schon mal einen drauf einbilden. Ja, ja. 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 Was meinen wir jetzt? Weiß ich nicht, das sieht ein bisschen, ach, Kirschblütenbäumchen. Ja, Kirschblütenbäume, voll hübsch.
Sie ist immer nur am Lesen. Kannst du nicht nebenbei mit deiner Freundin reden, während sie malt? Ja. Den Tag verschönern? Den letzten kommendes Kompliment machen? Tratschen? Von Vampiren schwärmen? Kennenlernen? Oh, hi, wir haben ja schon seit 3 Tagen nicht mehr miteinander geredet. Mensch, wie die Zeit verfliegt. Du bist ein schöner Schmetterling. Ja, man, danke und so, ne? Ist schon schön von dir. Ja, ja, wollte ich nur mal sagen. Daumen nach oben und so. Ja, like, subscribe und so. Ja, weißt du, mir hat das letzte Typ voll das Herz gebrochen, deswegen bin ich jetzt bindungsphobisch. Ach so. Ja, ja, ach Mensch, jetzt weiß ich das auch. Hm. Ja gut, dass wir drüber geredet haben. Ich mag Fledermäuse. Die sind so niedlich und klein. Lass das Bild bitte zu Ende malen, sonst muss ich sterben. Das grinscht dich, dass das unten nicht fertig ist, ja, ne? Ich mag übrigens keine Fliegen und so. Oh, ja. Ich bemal gern Fliegen. Hm. So, das bedeutet, aber dann können wir mit ihr mal Outfit planen machen. Weil dann können wir das Baby mal in andere Klamotten stecken. So. Jetzt mal das bitte zu Ende, Mädchen. Aber jetzt nicht. Doch. Jetzt planen wir das Outfit? Ja. Das guckt auf die Zeit und weiß, da muss man 1 Stunde weiter aufnehmen. Komm halt früher von der Arbeit nach Hause, dann kannst du hier zu Hause wir noch mehr Arbeit machen. Wir haben 1,5 Stunden Dinge getan. Nee. Nicht diese. Niemand denkt das. Warum nicht? Was ist falsch mit euch? Oder der von die süßen Pausbäckchen. Ja. Voll cute. Ist das mehr so eine Marco-Frisur? Das ist eine Marco-Frisur. Alles klar, mal einfach ausrasiert. Hallo, mein Name ist Marco. Die Frisur behält er auch bis zum Ende seines Lebens. Das ist irgendwie voll cool, weil der jetzt aussieht wie ein Indianer. Nee, es sah aus wie ein Mädchen, nicht wie ein Indianer. Und hast du eigentlich gelesen, dass die Leute unter der Folge, wo du mich fett genannt hast und ich gesagt habe, dass die Jacke hässlich ist, dass Leute mir beigepflichtet haben, dass die Jacke einfach hässlich war? Und umgekehrt haben auch viele gesagt, dass die Jacke voll okay war. Nee, und sie nicht viele verstehen. Haben auch gesagt, dass ich fett bin. Das stimmt aber gar nicht. Ihr da draußen seid nämlich Kacker, genauso wie die da manchmal. Ja. Ach so, ja. Warum? Leviten lesen. Was? Das war Nase zu halten. Ja, das ist meine Form von Bestrafung. Du verstehst Worte nicht. Also ich weiß nicht, ich finde es halt voll süß eigentlich, wie er mit dieser Haarfrisur aussieht. Nein. Nee? Ändern? Er sieht aus wie ein Prinz. Also wie ein Mittelalterprinz. So was hier? Ach ja, warum nicht? Ich finde das eigentlich ganz cute. Nee, seine Augenbrauen muss er behalten, die sind einfach die Marco-Brauen. Ja. Er braucht eine Sonnenbrille. Das ist weird, dass die Haare plötzlich wachsen. Warte. What? Ja. Oh, das ist... Oh mein Gott, das ist sein Outfit, sein Ausgeh-Outfit. Ja, das ist halt super cute. Oh mein Gott, ist das cute. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen... Das muss angepasst werden. Was? Nein, was? Wieso? Doch. Nein. Was passiert hier? Wo ist die coole Sonnenbrille hin? Das hier ist die Sonnenbrille. Ja, lass die doch. Gibt es da noch krassere Punkte? Nee. Das ist doch Marcos Lieblingssonnenbrille. Sonny. Sonny, die Sonnenbrille. Du kannst doch nicht einfach... Ja, aber ich hätte halt gedacht, vielleicht finden wir eine Nerdbrille. So, das ist voll basic. Boah, voll der Checker. Guckt euch den Checker an, ey. Marco, der Checker, was geht? Vom Polen. Nee, du brauchst auch hier so... Adidas Branding. Ja, ja Mann. Oh mein Gott, ist das gut. Und die Häschenblüschen. Und dazu die Häschenblüschen? Ja, aber auch ja, die rot oder blau. Nee, ja, in so geht das. Das sind seine Lieblingsblüschen und deswegen trägt er die halt immer. Ja. Oh mein Gott. Das ist großartig. Gut. Hier in braun? Ja. Wobei seine Lieblingsblüschen sind, müssen sie immer die gleichen sein und darf die auch nicht ändern. Bitte hier auch. Und was haben wir denn? Was haben wir hier? Was nehmen wir hier? Was? Nein. Die sind schon extrem cute. Häschen ist super. Ja. Der braucht auch Häschen. Bei den Schuhen braucht er einfach Häschen. Ja, das ist süß. Das ist sein Ausgehen. Das ist nicht so. Das ist. Nee, das müssen die Häschen-Pushis sein.
Und dann, nehmen wir. Das ist auch so ein Basic-Style-Zeug. Mit Mickey Mouse, voll süß. Das war super creepy mit Mickey Mouse. Was ist das? Ist das ein Feuerwerk? Nee, Krieg ist wieder ein Spandau. Oh Mann, immer die Knüppelkriege, ey. Jeden scheiß Dienstag haben wir die Knüppelkriege hier. Ja, ist halt einfach so. Weil die Berliner sich einfach nicht. Die checken einfach nicht, dass Spandau nicht ihr scheiß Einzugsgebiet ist. Ja. Ihr könnt euch nicht vorstellen, Hand auf Blatt rückt jedes Mal aus, ne? Jeden Dienstag im King of Spandau. Ja. Es gibt hier kein Häschen. Nee, ich merke das schon, ja. Macht mich gerade voll traurig, dass es keine Häschen gibt. Es ist halt wirklich Krieg. Ja, es ist halt wirklich Krieg draußen gerade. Also kein Scherz, also es ist wirklich Krieg draußen. Das ist spannender, Junge. Ich weiß Bescheid. Wir wissen nicht, ob euch diese Folge erreicht. Deswegen sagen wir jetzt nochmal Dinge, die wir sonst auspiepen müssen. Oder auch nie. Was hast du denn eigentlich in der letzten Folge ausgepiept? Ich weiß es schon nicht mehr, aber es gibt fast keine Folge, wo ich nicht irgendwas rausschneiden muss. Und manchmal vergesse ich das und höre das dann nachträglich auf YouTube und denke mir einfach so... Holy Macaroni! Why? Okay, also Marco ist echt der übelste Stecher. Finde ich gut. Es muss einfach noch ein anderes Oberteil sein oder halt einfach auch kein Oberteil. Yo, 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 da ist der Party, Marco. Yo, yo, was geht? Yippie, yo, yippie, yeah. Da bin ich für. Damit gehe ich konform. Okay. Oh, die Pumphose. Pumphose? Oh ja, die Pumphose ist Hammer. Oh ja. Dann die Pumphose. Oh, da hinten drauf ist was Niedliches. Ja, da ist ein Bärchen drauf. haben wir nicht ein passendes Oberzeug? Pumphose, irgendwas, was ist denn ja Pumphose? Männlich wegklicken, hier ein bisschen was Süßes. Das ist denn doch nicht ganz das, was ich mir vorstelle. Doch nicht so. Aber das klippt. Dann die Windel, das klippt wenigstens nicht. Fertig. Jetzt müssen wir noch ein super süßes Familienfoto machen. Da hat doch niemand Bock. Oder. Du darfst nicht immer von dir auf andere schließen. Ist doch so. Niemand hat Bock auf ein Familienfoto. Doch, wir machen jetzt noch ein schönes Familienfoto. Weißt du, worauf Marco Bock hat? Schlafen. Schlafen. Ja. Weißt du, worauf Hannah Bock hat? Ich glaube auch auf Schlafen. Weißt du, worauf ich Bock hab? Es fängt mit S an. Auch Schlafen. Oh, du Cheateronist. Nein, das ist eine Mod. Du Moderonist. Ja, Mann, das darf man. Post perfekt, das ist die da. Und daneben, wo ist das denn? Das sind nur die mit den Kindern. Ich brauche eins mit zwei. Nein, das ist nur mit einem. Ich brauche, wo haben wir das denn? Family Poset, hier. Father, Mother, Child. Was ist süß? Das ist hier. Dann ist sie ist ja der Father. So. Und Postpack, bla bla bla. Wo war das denn jetzt da, Family? Welches davon war das? Das da. Dann ist die Mother. Und jetzt muss ich nur das Kind irgendwie angeklickt kriegen. Da. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Das ist nicht richtig. Das ist einfach nicht richtig. Egal, was auch passiert, das ist nicht richtig. Und das ist der Toddler. Das ist die machen gerade ein Selfie. Und wenn sie auf einer Bank sitzen würden, würde das auch legit richtig aussehen. Die sind innerlich alle tot. Hey, die Pose ist voll süß, aber wenn sie jetzt ein Handy in der Hand hätte und auf einem. Ne, das ist für eine Sofapose. Ja. Aber das klappt, glaube ich, nicht. Ich glaube, das wird zurückgesetzt, wenn ich da jetzt ein Sofa hinsetze. Mann, dabei hätte das so süß sein können. Auf welchem Planeten ist das denn eine Sofapose? Also nicht von normalen Sofas.
ein bisschen niedriger, die Sofas, aber auch das hier ist. Ich hasse euch! Jetzt habe ich extra ein Sofa gekauft und ihr kackert da so rum. Dann nicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Die Sims 4 Challenges, wenn das Kind erwachsen wird. Weil es ist bald soweit. Und wir sind noch nicht mal verheiratet. Und die auch nicht. Tschüss. Ich muss weg.